Liebe Leute, hier ist wieder euer Tommy von Weigels Wilder Welt. Guckt mal im Hintergrund, das ist die Helgoländer Düne und ich bin hier heute wieder mit meinem Fotoapparat unterwegs. Ihr hört, es ist ein bisschen Wind, aber nicht so. Was ist da denn los? Da mach ich doch mal mit. Kennt ihr den noch? Und dir? Das ist der zweite Bekloppte von zwei Bekloppte auf Fototour. Da sind wir dabei. Warte. Aua. So. 2.0. Ich freue mich auf den Tag. Ja, ich mich auch. Alles klar, kommt mit. Willkommen in meiner wilden Welt. Das ist Hublatti. Das ist neue Erde. Der ist mir gerade im Kopf geflogen. Das Sommergoldhähnchen. Großartig. Willkommen zurück auf Helgoland, dem roten Fels in der deutschen Bucht. Ein ruhiger und friedlicher Ort. Eigentlich. Matthias, was siehst du da? Psst. Haushuhn. Die zwei Bekloppten sind zurück. Zurück auf Helgoland. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Kollege Matthias Kaas und ich nehmen euch mit. Es wird fotografiert und gefilmt. Fröhlich auf dem Boden gelegen und ganz besonderen Vögeln ganz nah gekommen. Mit dabei immer ganz viel Spaß. Tias, hast du den Zwergschnäpper beobachten dürfen? Ja, kurz. Hast du? Du bist immer noch fix und fertig. Was ist denn los, ey? Und nun viel Spaß mit dieser Folge von Weigels Wilde Welt. Matthias? Ja. Was machst du da? Guck mit der Wärmebildkamera nach den Sumpfeulen. Sumpfeulen. Freunde, Sumpfeulen. Ja, ihr habt richtig gehört, Sumpfohreulen. Rastend auf Helgoland. Matthias ist es gelungen, diese atemberaubenden Fotos von den Tieren zu machen. Aber wartet mal. Mit der Wärmebildkamera nach den Sumpfeulen. Klingt komisch, ist aber so. Eine ganz neue Methode der Vogelbeobachtung. Mithilfe einer Wärmebildkamera kann man versteckte Vögel aufspüren. Seht ihr die Punkte in der Mitte? Das sind die Sumpfohreulen. Dann einfach nur noch mit dem Fernglas gucken und ja, da sind sie. Wärmebildkameras und viele andere spannende Produkte für Naturliebhaber findet ihr auf ornivelt.de. Schaut unbedingt vorbei. Die Sumpfohreulen, das müsst ihr euch vorstellen, ne? Das sind halt auch relativ tagaktive Eulen. Die kommen aber übers Meer angeflogen. Man sieht manchmal, wie die so angeflogen kommen mit ihrem ganz typischen Flügelschlag. Kommen die übers Meer und hier dann auf Helgoland runter. Das ist einfach großartig und dann sitzen die hier quasi echt auf der Wiese. Das ist toll. Wahnsinn. Es war alles friedlich und ruhig, bis das Handy von Matthias klingelte. Was war da los? Ihr Lieben, wir wollten jetzt eigentlich den Klippenrandweg gehen, aber wurden ein bisschen unterbrochen, weil guckt mal da unten. Ganz, ganz viele Menschen. Warum stehen diese da? Es handelt sich dabei um Ornithologen. Und die wollen einen ganz, ganz seltenen Vogel beobachten, und zwar ein fernsibirisches Schwarzkehlchen. Für Außenstehende mag das jetzt alles etwas verrückt aussehen und zugegebenermaßen ist es das auch ein bisschen. Binnen weniger Minuten haben sich alle sich auf der Insel befindenden Vogelbeobachter an diesem Ort versammelt. Warum? Freunde, es ist folgende Situation. Wenn es das Schwarzkehlchen ist, was hier gerade alle vermuten, das sogenannte Amur-Schwarzkehlchen zu Deutsch, ja, eine ganz, ganz fernöstliche Art, dann wäre das der erste Nachweis für Deutschland. Deswegen, aus diesem Grund, sind hier gerade alle so aufgeregt und in so großer Anzahl vertreten. Nicht lange hat es gedauert, da sind Matthias diese hervorragenden Fotos vom potenziellen Amur-Schwarzkehlchen gelungen. Beheimatet ist dieser Freund eigentlich in Ostasien, zum Beispiel der Mongolei. Freunde, gerade folgende Situation. Direkt neben diesem eventuell sehr, sehr seltenen Schwarzkehlchen ist ein Zwergschnäpper gelandet. Und wir fragen an dieser Stelle live im Feld, Matthias, hast du den Zwergschnäpper beobachten dürfen? Ja, kurz. Hast du? Du bist immer noch fix und fertig. Was ist denn los, ey? Hast du ein Foto gemacht? Nee. Ich habe ihn noch gesehen, er ist so noch rüber. Ja. Über den Hang. Sollen wir denn heute mal dann jetzt entspannt weitermachen? Sonst kippst du jetzt entspannt. Du atmest doch immer entspannt durch die Hose. Das mach ich trotzdem. Machst du aber trotzdem eher hinten raus. Achso, okay, gut.
Nach einer kleinen Abwechslung mit dem Zwergschnäpper kamen Mitarbeitende der Vogelwarte Helgoland an den Ort des Schwarzkehlchens. Das Ziel? Den Vogel fangen und beringen, um so wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Vogelzug zu erlangen. Matthias und ich machten es uns derweil auf dem Boden gemütlich und warteten auf den Fang. Was machst du hier schon wieder? Hier ist trocken. Nicht im Lassen liegen. Bei der letzten Folge lagen wir doch in der Pfütze da. Im Wasser, ja. Ja, ja, cool. Nee, man kann hier super gut das Schwarzkehlchen sehen und fotografieren. Das ist romantisch hier, ne? Du hast die Kerze vergessen. Ich habe die Kerze vergessen. Die müssen wir jetzt genau hier noch hinstellen. Es macht Spaß. Ja, mit dir. Wie immer. Wie immer. Wie die Vogelwarte Helgoland genau arbeitet und warum diese Arbeit so wichtig ist, erfahrt ihr übrigens in einem extra Video auf meinem Kanal. Oben in der Infobox. Auf Augenhöhe mit dem potenziellen Amur-Schwarzkehlchen konnte Matthias dann weiterhin diese Fotos machen. Boah Leute, das ist so bequem hier auf dem Boden, ihr könnt es euch schon wieder nicht ausmalen. Im Hintergrund stehen ganz viele Leute und beobachten auch. Und wir liegen hier mitten zwischen. Neben Matthias und mir waren auch viele andere gespannt, ob die Vogelwarte diesen besonderen Vogel fangen kann. Und dann war es soweit, der Vogel ging in die Falle. Jawohl! Abstand halten und wir präsentieren den Vogel danach nochmal richtig. Zügig und erfahren wurde der Vogel dann mit professionellen Handgriffen beringt. Ein paar Fotos zur späteren Auswertung und genauen Artbestimmung durften natürlich auch nicht fehlen. Matthias konnte selbstverständlich aus der Ferne auch eins machen. Freunde, was für eine Aufregung hier im Mittelland. Das Schwarzkehlchen wurde gefangen von der Vogelwarte. Matthias freut sich auch, alle freuen sich. Hier ist alles noch voller Menschen. Aber wir zwei Hübschen, wir werden jetzt schön weiterhin entspannt durch die Hose atmen. Jetzt kann's weitergehen. Ich finde, wir werden jetzt erstmal ganz geschmeidig eine Runde übers Oberland drehen. Ja. Ne? Und dann gucken wir vielleicht mal am Nordoststrand, ob da noch ein paar Vögel sind. Machen wir. Und ihr seid mit dabei. Viel Spaß. Nachdem sich der Trubel um das potenzielle Amur-Schwarzkehlchen so langsam wieder auflöste, setzten Matthias und ich unseren Weg fort. Unser nächstes Ziel, das Helgoländer Oberland. Matthias wollte am liebsten fliegen. Was man ja einfach sagen muss, Freunde, ja? Helgoland ist halt relativ hoch. Der höchste Punkt ist, glaube ich, 64 Meter über Normal Null, der Pinneberg, besteht aus dem Unterland und dem Oberland. Und wenn man ins Oberland will und im Unterland ist, dann muss man da hoch. Und das machen wir gerade. Nichts für Weichflöten. Nichts für Weichflöten. Ja, gut, dass wir keine sehen. Weiter geht das. Und hier die Nordsee. Ein kleines Fleckchen Erde, welches man auf jeden Fall einmal besucht haben sollte. Das Helgoländer Oberland. Entlang am ehemaligen Flakturm, dem heutigen Leuchtturm und ja, einfach den roten Klippen. Ein wunderbares Gefühl, dort oben zu stehen und einfach diese Freiheit zu genießen. Eine Liegebank kam Matthias und mir gerade sehr gelegen und wir legten eine kleine Pause ein. Und dann erreichten wir die Sehenswürdigkeit von Helgoland. Freunde, im Hintergrund seht ihr die lange Anna. Damit meine ich nicht Matthias Kahrs, der auch im Hintergrund zu sehen ist. Das ist ja die breite Anna. Das ist die breite Anna. Nee, ohne Witz, Freunde. Das hier ist das Wahrzeichen von Helgoland, die lange Anna. 43 Meter hoch und 25.000 Tonnen schwer. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Es ist viele, viele Jahre her, da war diese lange Anna mit der Hauptinsel verbunden. Aber eben durch die Erosion, durch Niederschlag und allem, was dazugehört, hat sich die Anna, die lange Anna, dann irgendwann von der Hauptinsel gelöst. Aber das ist typisch Helgoland. Ja, das ist es. Typisch Helgoland, die lange Anna, das Wahrzeichen der Insel. Neugierige Schülerinnen und Schüler einer Schulklasse bekamen unsere Dreharbeiten mit und ich erzählte ihnen etwas über die Insel. Und dann sollte es für Matthias und mich an den Nordoststrand gehen. Rund 120 Stufen des sogenannten Jägerstiegs verbinden das Helgoländer Oberland und den Nordoststrand miteinander. Dabei ist runter angenehmer als hoch. Sodele, das Oberland habt ihr jetzt gesehen und Matthias und ich sind jetzt auf dem Weg runter dahin zum Nordoststrand und da habe ich nämlich gestern so einige Limikolen. Ja, deine Frisur sitzt runter. Das war nicht der Nordoststrand. Ach so. Du zeigst es da gerade so drauf. Nee, ich meine den
den Nordoststrand, weil ich habe da gestern ganz viele Mikrolen gesehen. Alpenstrandläufer, Kiebitzregenpfeifer, Steinwälzer. Dir ist aber schon klar, dass wir die Nacht über auch einen Zug hatten, ne? Also Vogelzug, das kann sein, dass da auch nichts mehr ist. Ja, da gucken wir jetzt nach. Und wenn da aber noch was ist, dann würde ich sagen, dann machen wir 2 bis 5 Fotos. Okay. Und nehmen euch mit. Auf geht's, los. Oh. Ja, ja. Es dauerte nicht lange, da konnten Matthias und ich schon aus der Ferne die zahlreichen Limikolen sehen, die darauf warteten, von uns gefilmt bzw. fotografiert zu werden. Aber vorher fiel mir noch was auf. Ihr Lieben, ich befinde mich jetzt mit Matthias zusammen auf dem Nordoststrand und hier könnt ihr nochmal wunderbar sehen, die Tragik, sag ich mal, sehen, was mit Helgoland passiert. Das ist, glaube ich, vor 2-3 Jahren komplett runtergekommen. Das ist ein riesen Felsabteil gewesen, sage ich mal, der hier den Abgang gemacht hat. Das seht ihr hier, das sind alles Gesteinsbrocken, die ins Meer gestürzt sind. Und ja, es wird alles nicht mehr allzu lange dauern. Helgoland, die Uhr tickt. Es ist einfach so. Matthias und ich haben uns aber dazu entschieden, das von Helgoland zu genießen, was noch da ist. Und das ist eine ganze Menge, wie zum Beispiel dieser sich ausruhende Seehund auf dem Helgoländer Nordoststrand. Ein paar Meter weiter konnten Matthias und ich dann diesen Trupp von Alpenstrandläufern beobachten, die zwischen Millionen von Tankfliegen nach Nahrung suchten. Freunde, wir stehen jetzt hier gerade quasi direkt vor einem ganz großen Trupp von Alpenstrandläufern, die hier im Tank nach... Da ruft einer. Fried! Mega. Nach Nahrung suchen. Das ist einfach mega cool zu beobachten. Die Tankfliegen sind unterwegs. Man sieht es, glaube ich, sehr gut. Jetzt krabbelt mir hier einer ins... Ja, die Silbermöwe lacht mich aus. Ja, ist auf jeden Fall wunderbar. Man kann hier die Limikolen sehr, sehr gut studieren, weil man quasi sehr, sehr nah an die Tiere herankommt. Und das macht einfach immer wieder aufs Neue Spaß. Stundenlang hielten wir uns am Nordoststrand von Helgoland auf und fotografierten bzw. filmten auch diesen wunderschönen Steinschmätzer, der ebenfalls auf dem Strand nach Nahrung suchte. Neben dieser hübschen Silbermöwe waren auch Stockenten auf dem Strand unterwegs. Und dann noch dieser hübsche Wiesenpieper. Ein paar Meter weiter konnte Matthias einen perfekten Spot für die Vogelfotografie finden. Auf der Nordostmole befand er sich mal wieder auf Augenhöhe mit den Vögeln. Leute, was für ein Spot, das ist mega! Die Traumfotos von Matthias, Alpenstrandläufer, eine junge Bachstelze, ein Sandregenpfeifer, der gleiche Vogel nochmal von vorn, nochmal ein Alpenstrandläufer und nochmal die Bachstelze, ein landender Steinwälzer, ein hübscher Strandpieper und nochmal die Bachstelze, ein von mir gefilmter Wiesenpieper. Ein flotter Alpenstrandläufer. Ja, und hier sind es sogar 2 Alpenstrandläufer, streiten sich um die Tankfliegen. Einen Sandregenpfeifer konnte auch ich filmen. Und hier nochmal Alpenstrandläufer. Nochmal ein Einzelner. Und tschüss. Und hier zu guter Letzt ein Wiesenpieper. Danke für die Zeit. Freunde, das war's für heute. Also der Tag, der geht zwar noch länger, aber es reicht. Was haben wir jetzt alles erlebt, Matthias? Mach einfach 3 Folgen. Also wir haben, ja, könnte man eigentlich, ne? Ich mach das mal. Unnormal. Die Sumpfeulengeschichte, ne? Ja. Habt ihr die Bilder gesehen von Matthias? Dann das Schwarzkehlchen, dann diesen Spaziergang übers Oberland und jetzt auch noch einfach diese monstermäßige Fotografie auf der Nordostmole vom Nordoststrand von Helgoland. Hat Spaß gemacht. Ja, ich würde sagen, du fragst die Leute einfach, ob sie noch eine dritte wollen. Ja. Entweder du hast nachher nur noch 1 Follower, das bin dann nur noch ich. Genau. Oder es werden ein paar mehr. Oder 100.000. Und die sagen... Ja, macht doch noch die dritte. Genau. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, könnt ihr euch das nochmal
hier unten. Genau. Hier unten in die Kommentare, ob ihr euch eine dritte Folge noch mal vorstellen könntet. Es hat mir Spaß gemacht. Den Daumen nicht vergessen. Daumen hoch. Den Daumen nach oben. Und natürlich grundsätzlich... Abo. Abo. Ne, grundsätzlich ja. Gilt nämlich, wenn ihr euch der Kanal gefällt, lasst gerne ein Abo da. Diese Abo fallen immer. Diese Abo fallen. Ja, musst du erwähnen. Sonst da das ist echt so... Ja. Nee, ich würde mich sehr freuen, würde mich auf jeden Fall in meiner Arbeit sehr unterstützen. Und... Ist das feuchte Aussprache oder fängt es gerade an zu regnen? Ich glaube, es fängt gerade an... Das ist doch super. Dann hören wir doch passend auf. Beendet. Ich bin übrigens auch auf Instagram. Schaut auch da gerne vorbei, wenn ihr Lust habt. Und Matthias, es war mir ein Ehren... Ja, mich verlinkst du einfach wieder, ne? Dich verlinke ich, natürlich. Ja, gut, okay. Weil Matthias ist auch auf Instagram, ne? Matthias Kars und... Punkt. Punkt Kars. Ich blende euch das ja, genau, unten ein. Mal dort, ne? Sammelei ist Blödsinn. Ja, genau. Lohnt sich auf jeden Fall auch dort vorbeizuschauen. Matthias, inneres Blumenpflücken. Es war schön. Bis zum nächsten Mal. Und wir bleiben noch ein paar Tage hier. Ja. Ich freue mich. Ja. Alles klar. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Tommy von Weigels Wilde Welt. Ciao.